Backspin steht seit 20 Jahren für Hip-Hop. Doch was ist eigentlich Hip-Hop und was bedeutet es vor allen Dingen für die Leute? Dieser Frage gehen wir in dieser Serie auf den Grund. Denn ich möchte wissen, was bedeutet Hip-Hop für denjenigen, der es macht. Deswegen treffen wir Tänzer, wir treffen Sprüher, wir treffen Produzenten und wir treffen Rapper. In der ersten Folge haben wir uns bereits mit Lars Unlimited auseinandergesetzt und mit ihm über Battle Rap gesprochen. Jetzt ist der Boss dran, Kollege. Wer Kollege ist, können wir schnell beantworten. 160.000 verkaufte Alben in der ersten Woche sprechen eine deutliche Sprache. Doch wer genau dahinter steckt, das wisst ihr aus dem Internet. Denn dieser Mann ist viral tätig wie kaum ein zweiter. Deswegen gibt es ein gutes, großes Bild von dem, was Kollege den Boss ausmacht. Ein Teil davon ist die Lyric Lounge. Und für die habe ich mich mit ihm bei Corey in den Homeboy Studios getroffen, um mit Kollege meine Episode von der Lyric Lounge zu drehen. Da haben wir hier im Studio gesessen mit Farid und ich habe da irgendwie meine Texte durchgeschaut und ich hatte mal irgendwann aus Langeweile aus Sicht eines Fahrkartenkontrolleurs was geschrieben und habe dem Farid das vorgelesen, der hat sich total bepisst. Ja. Und dann habe ich ihm ein Geburtstagsgeschenk gemacht und das Ganze aufgenommen und dann habe ich dann einfach in der Promophase von King gedacht, ey, könnte man doch nochmal machen, sowas. Ne? Und so, das kam halt so gut an, da habe ich immer wieder einen nachgelegt. Ja. Und mittlerweile machen wir jede Woche haben wir so eine Lyric-Lounge, so einen Perspektiven-Spasti und ja, kommt gut an. Aber so entwickeln die Sachen sich spontan, das ist das, was ich vorhin meinte. Ja. Der Beruf des Journalisten war noch nicht dabei, oder? Nee, Journalist war noch nicht dabei. Und der Hip-Hop-Journalist auch nicht? Nee, auf keinen Fall. Wollen wir den machen? Traust du dir das zu? Den Nico Hüls machen wir heute. Oh. Im Boss-Modus aber. Ja. Im Boss-Modus? Ja, du weißt ja, der Gag bei den Sachen ist ja, ich stelle sogar den behindertsten Job, auch wenn es ein Müllmann ist oder ein Kanalarbeiter, der ist durch meine Perspektiven Spasti, ist halt immer noch am Ende der Boss. So, ja, ne? Er trainiert die Beine nicht und er ist der Boss in seinem Job. Ja. So, ne? Das ist der Punkt, deswegen müssen wir gucken, wie wir dich jetzt hier bosshaft rüberbringen. Ja, das wird schon eine schwere Aufgabe. Das haben wir ja schon beim JBG Interview gemerkt, dass es ein weiter Weg für mich wird zum Boss. Aber mir Boss immer noch näher als Banger war. Insofern. Ja, da gibt es Kollegen von dir, bei denen wäre es viel schwerer noch. Aber, schöne Grüße an wen auch immer an dieser Stelle. Ja, dann lass uns machen. Dann versuchen wir das mal. Wenn ich die Chance kriege, mit dir hier zusammen etwas zu erarbeiten, dann lass uns das machen. Legen wir los. Was müssen wir machen? Text schreiben. Und ein Beat raussuchen. Du bist jetzt dazugestoßen. Dein Reich, in dem wir uns hier befinden. So sieht das aus. Erstmal danke dafür, dass du uns reingelassen hast. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und bevor wir dahin kommen, eine kurze Frage. Wir sind jetzt ja quasi unter uns. Wie ist das, mit ihm zusammenzuarbeiten? Mit Tony. Ja. Das ist bisweilen echt anstrengend, aber nur in dem Sinne. Warum das denn? Weil ich hier so gefordert werde. Das Album haben wir in 2 Tagen aufgenommen und da sitze ich hier aber, da kaue ich aber echt auf dem Zahnfleisch. Ja. Habe ich eben auch schon erzählt. Ja. Hier der Beweis, haben wir nicht abgesprochen. Ist wirklich so, in 2 Tagen. Ja. Nüchtern. Und das ist dann, ne, also ist im positiven Sinne anstrengend, sowas gemeint. Ne? Ja. Also da wird ja durchgeballert. Also das erlebe ich so auch sonst nicht. Da bin ich andere Arbeitszeiten gewohnt. Rapper sind ja normalerweise immer so, fängt um 17, 18 Uhr an. Und ja, genau. Aber bei ihm ist das halt komplett anders. Wir arbeiten zum Teil recht früh. Ja. Und dann aber auch, ich glaube, an den Tagen haben wir dann auch zum Teil so 10 Stunden, 12 Stunden dann halt Session gemacht. Ja. Ne? Auch mit Pausen. Würdest du sagen, er ist ein One-Take-Wonder? Die Sachen sitzen quasi direkt? Ja, unbedingt. So sieht es nämlich aus. Ja. Ja. Man merkt schon deine journalistische Karriere so, dass das steckt drin in dir langsam, ne? Ja. Man muss ja langsam Angst um seinen Job haben, aber deswegen absolut. Übernehmen wir jetzt andersrum. Und ich habe ihn so weit gekriegt, dass wir jetzt den Nico Hüls wollen wir machen, hast du gesagt? Oder genau, den Hip-Hop-Journalist, was auch immer. Den Nico Hüls. Wir brauchen einen nicht Du bist ja nicht irgendein Hip-Hop-Journalist, du bist verdammt normal Nico Hüls, Alter. Ja. Wir brauchen jetzt einen bosshaften Beat. Dann brauchen wir einen bosshaften Beat. Okay. Kannst du uns helfen? Ich hoffe, dass ich euch helfen kann. So was Boom-Bap-mäßiges wäre eigentlich geil, weil er doch voll oldschool ist. Ist ja schon ewig dabei. Tony, das kannst du doch so nicht sagen. Ja, die Backspin, klar, ist doch oldschool. Wir sind 20, Backspin ist 20 Jahre alt. Das älteste Magazin, ne? Ja. Dann brauchen wir sowas Boom-Bap-mäßiges, Corey. Hast du sowas? Der ist halt ziemlich dreckig. Ja. Da sind auch richtig Scratches drin. Also jawohl. Sind noch nicht perfekt, halt. Perfekt. Hast du einen ähnlichen in die Richtung noch? Oder? Ah, ich glaube nicht. Ich glaube, du kommst nicht so ein Planer mit? Ich finde den gut, ja. Ich meine nur, wenn er noch was hat, vielleicht. Suchen wir nochmal eine Alternative. Okay. Das geht aber dann in eine andere Richtung. Ja. Der ist eigentlich auch nicht schlecht. Der ist gut, ne? Ja. Ja, Mann. Ja. Der ist besser.
Nico Hills, der zeigt sich in meine Mikroskills. Nico Hills, der ist der Klatschkopf. Ja, den nehmen wir. Der kommt, Alter, der kommt. Hast du den gezaubert? Ja, das ist komplett von mir. Wie lange dauert sowas bei dir? Ein Beat machen? Der da? Nee, der ist ja so und auch noch total roh. Das ist ja eigentlich letzten Endes nur ein Layout. Ich glaube, der so in der Form, so eine halbe Stunde, Stunde. Und dann kommt eigentlich die Herausforderung, sagen wir mal, wenn jetzt er jetzt drüber rappt, dann würde ich halt schauen, was man noch was machen kann. Ja, geil. So, also der Corey holt jetzt Stift und Papier und dann versuchen wir mal, was zu Papier zu bringen. Wie gehst du ran? Wie gehe ich ran? Epoch. Du musst dich ja jetzt eigentlich versuchen, du musst jetzt meine Sicht auf die Dinge quasi. Jetzt muss ich erstmal so deine Grundeckdaten. Du bist Nico Hüls, heißt du? Ja. Du bist bei der Backspin. Ja. Wie lange schon? 12, 13 Jahre jetzt. 13 Jahre schon. Ja. Also schon richtig lange, du bist richtig lange dabei. Du bist ein Urgestein des deutschen Raps. Wie alt bist du? 37. Okay. Fast 40. Du bist also 13 Jahre dabei. Die Backspin gibt 20 Jahre. 20 Jahre. Gut. 20 Jahre Backspin, du bist schon ewig dabei. So, Nico Hüls der Name. So, Charakteristika. Wir müssen dich als Boss hier darstellen. Ja. Was ist das Bosshafte an dir? Ihr habt euch durchgesetzt, ihr seid nicht ausgestorben. So, nee. Und euch gibt es immer noch. Ja, und ihr seid auf die neuen Medien umgestiegen, ihr seid bei YouTube aktiv, habt ein erfolgreiches YouTube-Format. Ja. Das Heft gibt es immer noch. Ja. Im Gegensatz zu vielen anderen. Ja, die Juice gibt es noch und uns gibt es noch. Juice gibt es noch. BravoHipHop.de gibt es nicht mehr. Ja, BravoHipHop. Die habt ihr weggefickt. Die haben wir weggefickt. Ja. Die habt ihr weggefickt. BravoHipHop.de. Wir waren der Grund, warum die aufgehört haben. Genau. BravoHipHop weggefickt. Wir machen jetzt ein kleines Brainstorming. Du bist also im Unterschied zu den anderen Hip-Hop-Journalisten, die auch Interviews führen, bist du ein Boss. Also ist tatsächlich der Boss, nicht einfach ein angestellter Pisser, der Interviews führt. Ne? Ich bin der Boss. Genau, Nico ist der verdammte Boss. Der verdammte Boss. So, und die anderen schauen natürlich auf. Wir müssen natürlich jetzt aus der ganzen Journalistenszene so ein Ding machen wie die Rap-Szene. So. Wenn du es jetzt überträgst, ich bin der Boss in der Rap-Szene, die anderen orientieren sich alle an mir. Das heißt, die wollen alle sein wie ich. Wir müssen reinbringen, wir müssen die anderen, die Konkurrenten reinbringen. So. Ja. Wir dissen die nicht, aber wir geben ein paar Seitenhiebe müssen wir schon verteilen. Seitenhiebe an die Hauptkonkurrenten, so, ne? Ja. Das müssen wir machen. Dann brauchen wir ganz klar ein Trademark, ein optisches Trademark, die Glatze. Wir müssen auf jeden Fall, du brauchst ja ein AKA. Mhm. Du bist Nico Hüls, ich bin der Boss zum Beispiel. Ja. Du bist der Glatzkopf. Normalerweise trage ich auch immer noch so einen Bart, genau. Nicht ganz so lang. Aber heute nicht so. Nee, habe ich ein bisschen gekürzt. Ja, hast du getrimmt. Der Bart wurde getrimmt, aber die Glatze, die glänzt. Ja. Du hast ja auch so eine Türsteherglatze. Das ist, die springt ins Auge. So, die können wir ausbauen. Türsteherglatze, also die Glatze ist frisch poliert. Guck auf die Glatze. Guck auf den Glatzkopf, sowas. Das ist die Hook dann. Da habe ich direkt die Hook. Guck auf den. Ich mach dir die Hook, Alter, genau. Ja. Ey, wir machen so eine Anlehnung an Guck auf die Goldkette. Ja. Und du machst, ich mach, guck auf den Glatzkopf und du kommst rein, er ist immer frisch poliert. Das ist voll geil, Alter, ohne Scheiß. Das ist der Aufhänger, Mann. Ja. Guck auf den Glatzkopf. Der steppt durch die Festivals, Alter, und die Sonne brennt ihm auf den Glatzkopf drauf. Also guck auf den Glatzkopf. Das ist der Track, Mann, ist doch Killer, oder? Super, so macht das. Wer hat denn noch eine Glatze? Der Toxic hat auch eine Glatze. Wir sagen einfach, du hast mich bestimmt nachgemacht. Der Toxic hat auch eine Glatze und einen Bart. Aber sein Bart ist länger. Siehst du, weil ich war nämlich zuerst der mit der Glatze. Siehst du, das hat er dir nämlich nachgemacht. Und deswegen wollte er nämlich, dass der Bart zumindest länger ist. Toxic hat die gleiche Frisur. Toxic hat die gleiche Frisur. Toxic, stimmt das? Ich glaube, er lässt jetzt so ein bisschen wachsen momentan. Echt? So ein Zentimeter ist da, glaube ich. Stimmt, der hat keine Glatze mehr. Nee, nicht mehr so richtig. Zwischendurch hatte mal einen, aber ja, siehst du, guck mal, nicht mal mehr Glatze. So. Ist drauf, der hat für mich immer noch eine Glatze. Schick Arsch. Toxi, der hat für mich hat er die gleiche Frisur, der hat das dir nachgemacht. Ich würde einfach mal jetzt mich 5 Minuten hinsetzen. Geh nicht. Ich merke schon, es braucht jetzt an einer Stelle einfach ein bisschen bosshafte Energie. Mhm.
ein bisschen konzentrieren. Dann lassen wir den jungen Herrn mal ganz kurz alleine und hoffen darauf, dass ich bin sicher, dass bei deinem Wurfkopf das Ergebnis herauskommt. Wie sieht's aus? Kommst du zurecht? Ja, es ist nichts Krasses jetzt, aber für die Schnelle, denke ich, habe ich fast alles verbaut, was wir uns hier an Notizen gemacht haben. Huck, muss ich jetzt kurz noch zwei Zeilen machen, warte mal. Guck auf den Glaskopf. Er ist immer frisch rasiert, da gibt es nichts zu diskutieren. Was ist das beste Modell, wenn ein Künstler im Studio schreibt oder wahrscheinlich mit fertigen Sachen kommt? Würde ich gar nicht verallgemeinern wollen. Nee? Bei vielen Künstlern ist es so, dass es am besten ist, wenn sie überhaupt nicht kommen. Ne? Also einfach daheim bleiben, das ist das Beste. Ja. Auch ein Nomenreim auf Journalismus. Ein was rein? Ein Substantivreim auf Journalismus. Substantiv, ja, wir wollen ja auch ein bisschen Technik hier reinbringen. Kurzhaarschnitt hat er nicht. Furchtbar schick, furchtbar. Sozialist? Kolonialismus. Ich bin Nico, Verfechter des Sozialismus. Oder Kolonialismus. Journalismus? Kolonialismus ist alles scheiße, Mann. Der ist kein Sozialist. Okay. Achso, für ihn dann. Okay. Für ihn, ja, klar. Steht für seriösen Journalismus. Irgendein geiler Nomenreim auf Journalismus, Alter. Das ist ein knalliges Wort. Das muss irgendwie verbaut werden, Alter. Was hat mir bisher am besten gefallen? Von seinen Perspektiven? Boah, gute Frage. Ehrlich gesagt, so noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, der Uli Hoeneß hat mir ziemlich gut gefallen. Vorstadtdiskurs. Vorstadtdiskurs, geil. Vorstadtdiskurs. Ich stehe für seriösen Journalismus. Muss man ein bisschen betonen. Journalismus. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, der Fahrkartenkontrolleur aus der JBG-Zeit noch. Weil der war halt dann so, weißt du, so überrascht. Dann sitzt er erstmal hier. Ja, ich habe auch so aus der Sicht eines Fahrkartenkontrolleurs geschrieben. Wie gab es denn in den 90ern, Alter, in den Vorstadtdiskurs? Wer ist da gelaufen, Alter? Die ganze Eurodance-Scheiße. Nana. Tour Unlimited. Ja, Mann. Ich brauche zwei Silben. Nana passt, Alter. So, ich stehe für seriösen Journalismus und fing an, da lief noch Nana in den Vorstadtdiskurs. Super. So, Bams, Alter. Oder? Ja, ich bin begeistert. Muss ich das eigentlich rappen? Ja, du musst das einrappen gleich. Das ist eigentlich nicht mehr meine Intention gewesen. Ich habe es schon mal gemacht. Und ich hab keine Double Times eingebaut. Wer von euch kann schon sagen, dass der Boss mal für ihn Text geschrieben hat? Sehr viele Rapper können das sagen da draußen. Nein, Spaß. Die schreiben alle ihre Texte selbst. Goldene Platte. Ja. Geil. Schön, wenn das auf jeden Fall feiert. Okay. Ich bin wie Kollege, ich habe eine goldene Platte, zumindest im Sommer auf der Sonnenterrasse. Soll ich dir das Ding einmal vorrappen? Ja. Okay. Dass du einmal so einen Eindruck bekommst. Cory, gib mir den Nico-Beat. Okay, los geht's. Leute. Yeah. Der Journalisten-Boss. Ey. Oldschool, wie ein Telefon mit Schnur, glänzende Glatze, dank Pflegepolitur. Es ist nicht Meister Proper, sondern Nico Hüls. Der Musikreporter zeigt hier seine Mikroskills. Das ist eine lustige Geschichte, dass ausgerechnet du mich jetzt hier das Ding rappen lässt, nachdem ich das mit ausgerechnet Lars Unlimited schon mal ausprobiert habe. Das ist nicht ein Schwingsal, wirklich ihr Wink des Schicksals und Ironie. Das ist quasi ein Battle. Dann soll die Zuschauer entscheiden, wer ist der Nico Hüls Bosshafter. Und dann haben wir auch endlich mal einen Battle-Sieger. Das ist dann das Battle. Also, das heißt, ich werde hier instrumentalisiert. Genau. Was muss ich machen? Ja, rein da? Da muss da rein. Also wenn du meinst, du hast den jetzt direkt drauf, dann kannst du direkt rekorden, ne? Oder willst du noch Probe durchgehen? Eigentlich würde ich ja sagen, guck mal, dass du einmal so durchrappst vielleicht. Ja. Aber auch laut, ne? Damit du auch die Pausen, ja. Atempausen, dies, das, jenes im Kopf hast. Okay, bist du bereit? Hi. Und... Das machen wir, glaube ich, zwei Zeilen. Zwei Zeilen, zwei Zeilen. Gut. Bist du dir sicher? Er verzweifelt schon. Ich? Ach Quatsch, alles. Nein, Mann, ach, der hat hier Rapper, die machen Wort für Wort. Wie sieht das denn aus? Okay. So, Nico muss ab in die Booth, Alter. Dann gehe ich ab in die Booth mit meinem Wunderwerk hier. Ja, ich richte schon mal ein Projekt ein hier. Ich leg einfach mal los, komm. Am Ende. Hier ein Telefon mit Schnur. Glänzende Glatze. Oldschool, wie ein Telefon mit Schnur, wie ein Telefon mit Schnur. Glatze. Versuch mal cooler zu klingen. Versuch mal. Oldschool, wie ein Telefon mit Schnur. Ja, du musst überzeugter sein von dir. Oldschool, wie ein Telefon mit Schnur, glänzende Glatze, dein Pflegepolitur. Es ist nicht Meister Proper, sondern Nico Hüls. Mehr Roughness in die Stimme. Kannst du nicht mehr Roughness? Du bist doch Hamburger. Was ist denn da los mit dir, Hafenviertel? Hier.
Oldschool wie ein Telefon mit mehr Druck. Oldschool wie ein Telefon mit Schnur, glänzende Glatze dank Pflegepolitur. Fühl dich mal wie ein Gangster. Alter, Schäde. Wie ein Zuhälter. Oldschool wie ein Telefon. Verächtlich musst du sein in der Stimme. Also auf die anderen herabsehen. Oldschool wie ein Telefon mit Schnur. Oldschool wie ein Telefon mit Schnur. Na, ich muss. Du kriegst das Harmlose nicht aus deiner Stimme raus. Verdammt noch, was machen wir denn da? Das, wie kriege ich das Harmlose aus meiner Stimme? Wir müssen kurz zum Bahnhof ein paar Leute wegboxen. Okay, also, das ist das Mic, ja. Du kommst ja noch ein bisschen von der alten Schule. Mic Control ist ja noch ein Begriff, ja. Mhm. Wurde früher bei MCs noch sehr geschätzt. So, das haben wir jetzt hier schön auf Mundhöhe. Ja. So, ein Mikrofon hat so einen Idealabstand, den wirst du rausfinden, indem du den guten alten da gehst du ein bisschen nach vorne und nach hinten und irgendwann klingst du richtig geil und da bleibst du stehen. So, und dann ist das dein Kopfhörer. Ja. Und das ist deine Lautstärke, deine Gesamtlautstärke. Wenn du irgendwie den Beat leiser oder lauter haben willst oder deine Stimme, sagst du mir das bitte. Aber deine Gesamtlautstärke kannst du dir hier fahren, bis es Trommelfell reißt. Die erste Zeile hast du schon im Kopf, ne? Nur die Betonung lässt dem Bambos noch zu wünschen übrig. Oldschool wie ein Telefon. So, dann drehe ich das noch so ein bisschen ein, dass wir dich von vorne sehen können, ne? Oldschool wie ein Telefon mit Schnur. Ah, perfekt, da haben wir es. Telefon mit Schnur. Muss ich gar nicht so laut sein, ne? Nee, musst du gar nicht. Das war's auch. Oldschool wie ein Telefon mit Schnur, glänzende Glatze dank Pflegepolitur. Ja, schön laidback, Alter. Dann machen wir laidback, dann mach ich gar nicht so laut. Ja. Okay, ich gehe raus und gebe dir du ein bisschen raus? Instructions. Okay. Dann steigst du einfach jetzt irgendwo ein. Oldschool, wie ein Telefon mit Schnur, glänzende Glatze dank Pflegepolitur. Ja, mehr Überzeugung in der Stimme. Das war jetzt zu lasch. Das war zu lasch. Also die Art, wie du das jetzt rüberbringst, ja, da ist keine Dominanz. Ja. Du beschäftigst dich seit sehr langer Zeit mit Rap. Du weißt, Rap ist eine Ansage. Ja. Du gehst raus in die Hood und du machst eine Ansage. Okay? Also du gehst da nicht hin und sagst, ja, oldschool, dies und das und jenes, sondern du gehst oldschool. Ja, du musst ein bisschen Inbrunst reinbringen. Das Problem hatte ich letztes Mal, glaube ich, auch schon. Ich glaube, deswegen habe ich aufgehört. Ich bin mit, also Anfang der 90er. Bist du nett? Ja, genau. Oldschool, wie ein Telefon mit Schnur. Das ist voll nett. Oldschool, Alter. Stell dir vor, du musst irgendwelche Kinder verscheuchen, um Daten oder so. Das ist ein schönes Beispiel. Vielleicht bin ich zu nett. Patrick. Oldschool, 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 oldschool. 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 Wird nichts, Kolle, sagst du? Doch, das wird schon. So Noten müssen wir 3-4 Doppelspuren machen, aber wir versuchen es jetzt erstmal. Jetzt sei mal einfach überzeugt von dir. Ja, bin ich. Denk, du bist ein Schauspieler, du musst jetzt hier Leonidas sein oder whatever. Du bist ein dominanter Typ. So, und alle kuschen jetzt. Du musst jetzt hier Eindruck schinden. Oldschool, wie ein Telefon mit Schnur. Oldschool, wie ein Telefon mit Schnur, glänzende Glatze dank Pflegepolitur. Anfang war doch gut. Das ist okay, am Ende ist es ein bisschen runtergegangen. Behalt das bei. Behalt Oldschool, diese Energy wie bei. Ein Telefon. Zack, jetzt wird recorded. Der Musikreporter zeigte seine Mikroskills. Grinse beim Rappen. Grinsen. Grinsen, dann bin ich ja noch netter. Versuch. Oldschool, wie ein Telefon mit Schnur. Geil, bis dahin ist super. War das super. Bis dahin ist super, das Grinsen ist es, Alter. Ja? Ja. Experiment. Kommst du zwar nicht wie der böse Chef, aber wie der arrogante Wichser-Chef. Ja, das steht mir besser, glaube ich. Ja. Grinsen immer dabei behalten. Ich hab den Grinsetipp habe ich mir jetzt angenommen. Ich möchte nicht wissen, wie bescheuert ich gerade aussehe, aber Grinsekatze. Nee, Grinsekatze. That's the key to the success. Wenn du das sagst, dem Boss vertraue ich blind. Das Böse kauft man den nicht ab, aber den süffisanten, arrogant grinsenden Edgy-Bage-Boss, den verkauft man dir ab. Ja. Und den haben wir jetzt hier. Ich zweifle wirklich an meinen Rap-Skills. Ja, das ist schon mal die komplett falscheste Einstellung, die du als Rapper ins Game mitbringen kannst. Aber auch ein neues Image, Alter. Der Rapper, der an seinen Rap-Skills zweifelt. Der Zweifler. Oder? Der Rapper, der gar kein Rapper ist, aber gut. Nico, der Zweifler. Nico, der Zweifler. Bringt aber nie ein Album raus, weil er zweifelt, dass es was bringt. Detox nenne ich das. Wir haben vor 2 Dekaden mit dem Backspin Mac begonnen, doch ich mach das nur, um gratis auf die Festivals zu kommen. Ja, super, geil, Alter. Wir kriegen langsam diesen Lars-Einfluss raus aus dir. Super. Das ist übrigens der zweite Moderator, den ich hier schon recorde. Aha. Es fehlt eigentlich nur noch, wer fehlt denn noch? Ich hab den Toxic hier schon. Mal ganz ehrlich. Ja, der Toxic, der hat ja eine ausgeprägtere Rap-Vergangenheit hinter sich. Ja, ne? Wie viel weit voraus ist der?
Du, der hat das schon ziemlich souverän gelöst, das Ding hier. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir, mein Lieber. Aber hat der nicht auch dieses von sich nicht Überzeugte in der Stimme, der Tox? Deswegen sind wir ja auch alles Fragensteller und keine Antwortengeber. Das ist allerdings eine sehr schöne philosophische Betrachtungsweise. Ja. Aber war der Erste, der sich auch im Netzschnell etabliert hat. Ich habe Kompetenz. Konkurrenz gibt es keine im Land. Top. Wird immer besser jetzt, ne? Genau so wird's gespittet. Giftig. Weiter geht's. Oh, da gibt's noch Bravo Hip-Hop am Zeitschriftenstand. Das muss jetzt aber mehr verächtlich kommen, Alter. Das ist jetzt der... Das ist der, ne? Das ist der, wo du wirklich darunter spuckst auf die anderen. Okay. Oh, da gibt's noch Bravo Hip-Hop am Zeitschriftenstand. Kompetenz. Konkurrenz gibt's keine im Land. Oh, da gibt's noch Bravo Hip-Hop am Zeitschriftenstand. Was für ein dreckiger Wichser, Alter. Genauso muss es sein. Ja. Der war gut, ne? Vielleicht ein bisschen nach rechts schieben, dann sitzt er auch. Ich bin wie Kollege. Pause. Ich habe eine goldene Platte. Pause. Zumindest im Sommer. Auf der Sonnenterrasse. Okay. Oldschool. Die Peter Scholler-Tour hätte man auch machen können. Peter ist der geilste, Alter. Oldschool. Wie Peter Scholler-Tour. Glänzende Glatze, dank Pflegepolitur. Oder Edelholzlasur. Das war Bosshaftigkeit Level 1 gerade und ich habe gemerkt, dass genau das, was du gesagt hast, das stimmt. Stimmfarbe und so, dieses ganz Böse und so. Ich habe es ja auf dem Kopf gehört, das klang irgendwie. Böse passt mir nicht. Steht dir nicht, ne? Aha. Aber Fazit von dir, also erstes Zwischenfazit? Zum Ende hin wurdest du immer besser. Ich habe nur jetzt keinen Bock mehr, den Scheiß nochmal mit dir aufzunehmen, wo du jetzt drin bist. Aber es funktioniert auch so. Es ist ein homogenes Bild jetzt geworden. Am Anfang schlimm, oder? Ja, am Anfang war, es klang halt nicht homogen so, ne? Aha. Das war ein Text, hinter dem du nicht gestanden hast. So wie wir es jetzt umgesetzt haben mit dem Grinsen, funktioniert's. Jetzt mache ich noch die Hook, Alter, dann hören wir uns das mal komplett an. Ich glaube, dann ist es geil. Wir ballern noch ein bisschen Kompressoren drauf und so. Voll, bisschen Hall, dies, das. Ja. Ja, dann ist es ein geiler Song, glaube ich. Ja. Wenn das der Boss sagt, dann muss es stimmen. Ja, ich mache dir schnell die Hook. Kriegen wir schon hin. So, dann machen wir dem Nico noch eine schöne Hook. So. Guck auf den Glatzkopf. Guck auf den Glatzkopf. Alles klar. Hast du eine Variation in den zwei Vierern? Ja, ja, am Ende. Also dupliziere ich dir den und dann gehst du einmal komplett drüber, ja? Jawohl. So wollen wir es handhaben. Sehr nice. Und gleich schön den alten Flanger von Guck auf die Goldkette da drauf, so, ne? Guck auf den Glatzkopf. Er ist immer frisch rasiert. Guck auf den Glatzkopf. Da gibt es nichts zu diskutieren. Guck auf den Glatzkopf. Er braucht nur den Bart zu trimmen. Hast du mal am Anfang deiner Zeit ein Problem mit deiner eigenen Stimme gehabt, als du sie gehört hast? Nee. Also so das Gefühl, dass du deine eigene Stimme nicht gerne hören wolltest? Nee. Das habe ich nämlich. Echt? Ja. Nur weil du es nicht gewohnt bist, glaube ich. Vielleicht ist es das, ich habe keine Ahnung. Aber genau das, ich finde, weil meine Stimme höre ich nicht gerne, die eigene. Also du hörst sie nicht gerne oder du findest es einfach nur unangenehm ist vielleicht so, also höre ich nicht so gerne so, also höre ich nicht gerne zu vielleicht. Okay. Vielleicht ist das dann schon das Problem. Woran liegt das denn, dass du deine Stimme, ich finde deine Stimme jetzt nicht irgendwie also so nervtötend oder so? Das ist eigentlich eine ziemlich coole Stimme. Also du hast eine sehr, nicht raus, das falsche Wort, aber das beschreibt man in deiner Stimme. Er hat eine Stimme, wo fast schon ein Flanger drauf ist. Ja, ein bisschen kratzig, aber... Also man könnte mit der Stimme könnte man ein geiler Rapper sein, das ist klar. Ja. Aber da bräuchte man einfach so die Attitude auch. Und man muss sich halt selber feiern. Wenn du deine Stimme nicht magst, schwierig. Dann ist es schwierig, ja. So, mein Lieber, das war's. Danke für deine Zeit und danke für die Lehrstunde, die ich hier mitgenommen habe. Haben wir wieder was gelernt? Ja. Was haben wir gelernt? Zu rappen. Du bist wieder ein Stück weitergekommen. Ja. Und du hast natürlich ein geiles Andenken auch, ne? Ja. Und ich habe den Boss einmal getroffen. Wir haben es doch schon öfter getroffen. Ja, weil ich es gerappt habe. Habe ich gedacht, dann können wir jetzt mal darauf rumreiten. So. Wir haben ein Feature zusammen. Das ist die geile Sache. Das ist, glaube ich, allerdings wirklich was nicht so viele Leute hinkriegen, oder? Das kriegt nicht jeder ein Feature mit dem Big Boss. Ja. Aber Nico Patronenhüls hat es bekommen jetzt. Ja. Dann mache ich mich mal noch ein bisschen breiter und höre mir mit dir mit Stolz das Ganze nochmal an. Bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit. Danke dir, mein Lieber, dass du uns hier reingelassen hast. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
wünsche dir viel Erfolg fürs Album, aber Dankeschön. Ich glaube, das ist eh schon. Trotzdem danke und euch auch weiterhin viel Erfolg. Danke. Und wir genießen jetzt noch einmal das Werk. Oldschool, wie ein Telefon mit Schnur, glänzende Glatze dank Pflegepolitur. Es ist nicht Meister Popper, sondern Nico Hüls. Der Musikreporter zeigt dir seine Mikroskills. Wir haben vor 2 Dekaden mit dem Backspin Mac begonnen, doch ich mach das nur, um gratis auf die Festivals zu kommen. Geiler Job, ich muss nur ein paar Artikel schreiben und für die Titelseite lass ich ein Graffiti zeichnen. Werd bezahlt dafür, über Hip-Hop zu sprechen, dabei war mein Ziel nur einmal den Big Boss zu treffen. Er meint, ich sei ein ziemlich cooler Interviewer, ja das sieht mir ähnlich wie Kojic, mein Zwillingsbruder. Guck auf den Glatzkopf, er ist immer frisch rasiert. Guck auf den Glatzkopf, da gibt es nichts zu diskutieren. Guck auf den Glatzkopf, er braucht nur den Bart zu trimmen, du bist Beef. Versuch doch ihm ein Haar zu krümmen. Guck auf den Glatzkopf, er ist immer frisch rasiert. Guck auf den Glatzkopf, da gibt es nichts zu diskutieren. Guck auf den Glatzkopf, guck, Nutte Nico ist hier. Die einzige Matte, die er hat, liegt vor der Tür. Oldschool, so wie Videofilmkassetten. Und immer noch ist Nico Hüls am Rappen. Ich arbeite am Mac wie Apple-Programmierer, aber war der Erste, der sich auch im Netz schnell etabliert hat. Vis-a-vis und Falk, die beneiden mich nur. Guck mal, Toxic hat sogar die gleiche Frisur. Ich steh für seriösen Journalismus und fing an, da lief noch Nana in den Vorstadt-Diskus. Ich hab Kompetenz, Konkurrenz gibt's keine im Land. Oder gibt's noch Bravo-Hip-Hop am Zeitschriftenstand? Ich bin wie Kollege, ich hab ne goldene Platte. Zumindest im Sommer auf der Sonnenterrasse. Guck auf den Glatzkopf, er ist immer frisch rasiert. Guck auf den Glatzkopf, da gibt es nichts zu diskutieren. Guck auf den Glatzkopf, er braucht nur den Bart zu trimmen. Du bist Beef, versuch doch ihm ein Haar zu krümmen. Guck auf den Glatzkopf, er ist immer frisch rasiert. Guck auf den Glatzkopf, da gibt es nichts zu diskutieren. Guck auf den Glatzkopf, guck, Nutte Nico ist hier. Die einzige Matte, die er hat, liegt vor der Tür. Backspin, backspin. Backspin, backspin.